In diesem Video machen wir einen behutsamen Einstieg in ein neues Thema, und zwar in das Thema geometrische Optik. Und das Video möchte ich gerne geometrische Optik Einstieg nennen. Worum geht's? Die geometrische Optik bietet ein einfaches mathematisches Modell an, um die Ausbreitung vom Licht zu beschreiben. Mit ihrer Hilfe lassen sich viele optische Phänomene sehr gut erklären und die Funktionsweise optischer Instrumente wie zum Beispiel eines Mikroskops erläutern. Die Grundidee der geometrischen Optik basiert auf einem sogenannten Lichtstrahl, und wie man zu diesen Lichtstrahlen kommt, können wir uns in einem Gedankenexperiment anschauen. Und zwar geht es um die Schattenbildung. Dazu stellen wir uns eine Lampe vor und einen Gegenstand, zum Beispiel einen Ball. Und nun stellen wir uns vor, dass von der Lampe aus Lichtstrahlen ausgesandt werden. Und diese Lichtstrahlen treffen auf einen Schirm, beziehungsweise da, wo sie von dem Ball blockiert wurden, treffen sie nicht. Und dort entsteht ein Schatten auf dem Schirm. Und dann können wir direkt zu der Erläuterung kommen. Von der Lichtquelle werden in alle Richtungen geradlinige Lichtstrahlen ausgesandt. Einige Lichtstrahlen werden durch den Ball unterbrochen und erreichen den Schirm nicht. Und so entsteht der Schatten. Nun würde ich gerne mit Hilfe der geometrischen Optik zwei einfache Phänomene erklären. Und wir starten mit dem Thema, wie funktioniert das Sehen? Beziehungsweise wie funktioniert das Sehen nach der geometrischen Optik? Wir werden jetzt direkt ein neues Symbol kennenlernen. Das hier ist ein Auge. Und zwar schauen wir auf das Auge von der Seite. Das hier ist der Glaskörper, da die Pupille. Das heißt, das Auge guckt in diese Richtung hier, also nach rechts. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Gegenstand, hier zum Beispiel ein Teddybär. Um zu sehen, brauchen wir auch Licht, und dazu nehmen wir jetzt hier eine Glühlampe als Lichtquelle. Und nach der geometrischen Optik passiert Folgendes: Von einer Lichtquelle aus werden in alle Richtungen Lichtstrahlen ausgesandt, geradlinige Lichtstrahlen. Und manche dieser Lichtstrahlen gehen an dem Gegenstand vorbei, einige aber treffen unser Gegenstand. So, hier noch eine kleine Ergänzung. Bei diesen Lichtstrahlen markiere ich noch die Richtung, in welche sich diese Lichtstrahlen ausbreiten. Später werden wir das weglassen. Nun werden die Lichtstrahlen, die einen Gegenstand getroffen haben, an diesem Gegenstand gestreut. Das bedeutet, an dem Punkt, wo ein Gegenstand getroffen wird, werden wieder Lichtstrahlen ausgesandt. Also dieser Punkt, der getroffen wird, wird sozusagen auch zu einer Lichtquelle. Also von diesem Punkt zum Beispiel werden wieder Lichtstrahlen ausgesandt. Man sagt dazu, dass sie gestreut werden. Und die zeichne ich jetzt hier gestrichelt. Manche dieser gestreuten Strahlen treffen das Auge, manche wiederum nicht. Und das Gleiche passiert auch hier an dieser Stelle. Manche treffen das Auge, manche auch nicht. Also, die von der Lichtquelle ausgesandten Lichtstrahlen werden an Gegenständen gestreut. Manche der gestreuten Strahlen erreichen dann das Auge, und so kann der Gegenstand gesehen werden. Das zweite Phänomen hat auch mit dem Sehen zu tun, und zwar geht es mehr oder weniger darum, wie funktioniert ein Spiegel, oder aus physikalischer Sicht geht es um das Reflexionsgesetz. Wir fangen mit der Spiegelfläche an und dann schauen wir uns einen Strahl an, der auf diese Spiegelfläche trifft. Dieser Strahl oder diesen Strahl nennen wir den einfallenden Strahl. Und dann gibt es jetzt diesen Punkt. An diesem Punkt wird dieser Strahl nicht gestreut, sondern gespiegelt. Das bedeutet, wir können ganz genau sagen, in welche Richtung sich dieser gespiegelte oder der reflektierte Strahl bewegen wird, und der reflektierte Strahl sieht in diesem Fall so aus, und wir sprechen hier von dem reflektierten Strahl. Um zu beschreiben, um zu verstehen, wie dieser reflektierte Strahl verläuft, brauchen wir in diesem Bild noch eine
weitere Linie und das ist der sogenannte Lot oder das sogenannte Lot. Und das ist einfach eine Gerade, die senkrecht zu der Spiegelfläche steht. So. Der einfallende Strahl liegt unter einem Winkel zu dem Lot. Diesen Winkel nennen wir Alpha. Und der reflektierte Strahl liegt auch in einem Winkel zu dem Lot. Und diesen Winkel nennen wir Beta. Alpha ist in diesem Fall der Einfallswinkel. Und Beta der Reflexionswinkel bzw. der Ausfallswinkel, wobei ich den Namen Reflexionswinkel schöner finde. Und nach dem Reflexionsgesetz gilt Folgendes. Das Reflexionsgesetz besagt, dass der Einfallswinkel Alpha und der Reflexionswinkel Beta gleich groß sind, also Alpha gleich Beta. Die Gültigkeit von dem Reflexionsgesetz würde ich mir gerne mit euch in einem Experiment anschauen und dann nochmal in einer Simulation. Der Aufbau ist relativ einfach. Wir haben zwei Kameras. Die erste Kamera, die ich gerne als Beobachter 1 bezeichnen möchte, und die zweite Kamera, die ich gerne als Beobachter 2 bezeichnen möchte, und da den Spiegel. Die Beobachter sind so platziert, dass sie sich unter dem jeweils dem gleichen Winkel Alpha zum Lot befinden. Das habe ich so realisiert, dass ich die Kameras entlang dieser Zollstöcke platziert habe. Ich zeige das vielleicht nochmal von dieser Seite. Ja, da, so sieht es dann von hinten aus. Das sieht nämlich im Spiegel so aus, als ob sich die Zollstöcke kreuzen würden. Das ist aber hier eine optische Täuschung. Und dann gibt es noch eine dritte Kamera, die das Ganze von oben filmt. Und alle drei Bilder werden hier aufgenommen. Das aufgenommene Bild sieht so aus. Wir haben hier drei Bereiche. Einmal hier dieses Rechteck, das ist das Bild von dieser Kamera. Das Rechteck hier, das ist das Bild der Kamera hier. Und das große Bild, was etwas verdeckt ist von den beiden Bildern, ist die Aufnahme von oben. So, in dem Bild dieser Kamera sehen wir hier so zwei leuchtende Punkte. Das sind die LEDs von der Kamera. Jetzt können wir natürlich nicht sagen, ob die Kamera sich selbst sieht oder ihre Partnerin. Und deshalb habe ich Folgendes gemacht. Habe einfach den Finger dazwischen gehalten. So, wir sehen, die Kamera wird von meinem Finger verdeckt. Und die andere Kamera sieht mit einem Finger verdeckte Kamera. Also diese Kamera sieht nicht sich selbst, sondern die Kamera hier. Und analog auf der anderen Seite. Verdecke ich diese Kamera hier. Die Kamera dort sieht meinen Finger ganz nah. Und die Kamera hier, der Beobachter 1, sieht eine Kamera, die von einem Finger verdeckt wird. Das Ganze sieht zugegebenermaßen so ein bisschen versetzt aus. Also eigentlich musste man die Kamera da erwarten. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt nicht an das, also ich würde jetzt keine Zweifel an dem Reflexionsgesetz äußern, eher Zweifel daran, inwiefern kann ich jetzt einen Zollstock entlang eines Winkelmaßes exakt hinlegen. Nun kommen wir zu der versprochenen Simulation. Bei Aldogu sind Lichtquellen Laser. Dann wählen wir ein Laserwerkzeug, platzieren das irgendwo in dem Raum und drehen unseren Laser so, dass wir auf irgendeine Fläche treffen. So, nun sehen wir hier den einfallenden Strahl, der an diesen Punkt der Ebene reflektiert wird. Was ein bisschen schade ist an dieser Stelle, der reflektierte Strahl ist abgeschwächt. Es liegt daran, dass die Reflexionsfähigkeit dieser Fläche relativ schwach gewählt ist und
Zum Glück kann man das bei Aldo Go ändern, aber das ist so ein bisschen versteckt. Man muss mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und hier unter Skriptmenü einfach draufklicken und dann sehen wir die allen Eigenschaften, die die Ebene hat. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, dass man sagt, dass man diese Funktion hier auf eigene Gefahr benutzt, finde ich schon ein bisschen suspekt. Uns interessiert aber hier dieser Wert, also Reflexionsfähigkeit, liegt hier bei 1,0. Wenn man aus der 1,0 10,0 macht und auf Enter drückt, wird der reflektierte Strahl deutlich sichtbarer. Nun würden wir gerne überprüfen, ob diese Winkel sich nach dem Reflexionsgesetz verhalten. Und dazu wählen wir eine Kreisscheibe, einen Kreis und zeichnen den Kreis mit dem Mittelpunkt da, wo sich die Lichtstrahlen treffen oder wo der einfallende Strahl die Ebene trifft. So, jetzt haben wir das kleine Problem, dass der einfallende Strahl gerade an der Kreisscheibe reflektiert wird. Das wollen wir natürlich nicht. Es liegt daran, dass unser Laserwerkzeug und die Kreisscheibe in der gleichen Kollisionsgruppe sind. Und was wir machen müssen, ist, die Kreisscheibe aus der Kollisionsgruppe daraus zu nehmen. Das erreichen wir, indem wir auf die Kreisscheibe mit der rechten Maustaste klicken. Dann Kollisionsgruppen. Und wir sehen hier ein Häkchen bei der Kollisionsgruppe A. Wenn wir das Häkchen jetzt wegnehmen, geht unser Laserstrahl durch die Scheibe durch, wird hinter der Scheibe reflektiert und der reflektierte Strahl ist dann da. Und jetzt wollen wir natürlich die Winkel messen und klicken dann hier auf Aussehen. Und nochmal Aussehen und einmal hier mache ich dieses Kuchenstück darstellen weg, das brauchen wir nicht und klicke auf Gradskala und was uns noch so ein bisschen stört, man kann hinter der Scheibe nichts sehen, man kann das hier bei der Lichtundurchlässigkeit verändern, das ist der sogenannte Alpha-Wert und wenn wir den irgendwie auf 30% runtersetzen, sehen wir den Strahl hinter der Kreisscheibe, was noch so ein bisschen stört, die ist nicht ganz richtig ausgerichtet. So. So, nun haben wir den einfallenden Strahl bei einem Winkel von 1, 2, 3, 4 Strichen und den reflektierten Strahl bei 1, 2, 3, 4 Strichen. Und man sieht, dass bei Aldo Go auch mit einem Reflexionsgesetz gearbeitet wurde. Also können wir das Programm für unsere Zwecke wunderbar verwenden und das werden wir demnächst auch tun.